Am Sonntag ist das vierte und letzte Abo-Konzert dieser Saison der Mannheimer Philharmoniker. Das Programm ist sehr vielfältig und es lebt von Gegensätzen. Wir fangen mit Rossinis Ouvertüre zur diebischen Elster, auf Italienisch La Gazza Ladra. Das Besondere an diesem Werk ist, dass Rossini es schafft, Charaktere, die es so in unserer Welt eigentlich gar nicht gibt, zum Leben zu erwecken. Ich selbst mag das Bild eines Picasso-Bildes, was plötzlich lebendig wird. Ganz verrückte Charaktere, die sehr gegensätzlich sind, aus vielen extremen Leben. Das zweite Stück ist Sibelius Violinkonzert. Da haben wir auch eine brillante Solistin dafür gewinnen können. Alena Baeva wird den Solopart spielen. Sie ist heutzutage auf den größten Bühnen zu Gast und es ist eine Riesenfreude, mit ihr zusammen zu musizieren hier in Mannheim. Und das letzte Werk ist Tschaikowskis vierte Symphonie.